Hi und willkommen, mein Name ist Daniel P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Erstmal heute mal wieder ein paar Pokémon fangen, ne? Los geht's. Was? What? Nanu, Rokumil entwickelt sich. Ja. Bei Pokusan, warum nicht? Was für eine Sorte ist es? Ruby Mix. Bei der Entwicklung wurden seine Körperzellen verquält, wodurch es einen vielseitigen Geschmack angenommen hat. Ja, gibt den Ding irgendwie ein Zucker-Item wie eine Zuckerbeere und ja, dreh dich ein bisschen und dann entwickelt sich der Teil. Wer hat sich da ausgedacht? Keine Ahnung. So, wir haben schon mal eins. Gut. Gehen wir. Na, so, den schnappen wir uns. An dem sind wir die ganze Zeit nur vorbeigelaufen. Jetzt geht's hier noch den Kragen. Also irgendwie voll die Anspielung an Pokémon Rot und Blau, wo auch Relaxo irgendwie an der Brücke gewartet hat. So, ich habe schon versucht gegen Latei zu kämpfen und ja, habe versucht es schon zu fangen, aber hat irgendwie nicht so geklappt, da es kaputt gegangen ist. Ich habe ehrlich gesagt tief damit gerechnet, dass der Teil Body Slam kann, aber Body Slam Erholung tut es aber nicht. Deswegen habe ich es ja auch nicht paralysiert. Aber ja, anscheinend kann es nicht Erholung. Deswegen werde ich es jetzt hier noch mal versuchen. Das Ding ist übrigens kaputt gegangen durch die Hagelkörner. Also ich habe das Ding kein einziges Mal angegriffen, und weil es Togedemaru angegriffen hat. Also ja. Fangen wir wieder sofort am Pokéball zu werfen. Ja, was anderes kann ich irgendwie nicht machen. Ich schwäche das Ding nicht im Hagel. So, komm her. Warum muss er ausgerechnet wieder hageln? Ja? Gehen wir ein bisschen auf die Nüsse gerade. Da kommt da eigentlich nur im Weg, ne? Außer wir jetzt kein Eisbruch noch fangen. Er kann Rambos, er kann Amnesie, Knirscher und Body Slam. Und keine Erholung aus irgendeinem Grund. Also ja. Weiß auch nicht wieso. Oh, super Wurf. Jawohl. War einfach viel angenehmer als mein letzter Versuch. Alles klar, Relaxo wurde gefangen. Und wir kriegen eine Entwicklung zu sehen. Wieder ist jemand Fetteres in meinem Team. Ich zeig dir, wer der Fetteste von allen ist. Bonk. Jetzt deiner maximieren. Springt mit seinem gewaltigen Körper von einer Welt ab, kann es Gegner allein mit der Wucht des Aufpalls besiegen. Ach nee, das Ding ist ja auch irgendwie was. 3 Tonnen schwer. Das Ding ist 4 Tonnen schwer. Es muss über 400 Kilogramm Nahrung am Tag fressen, um satt zu werden. Ist es mit dem Essen fertig, schläft es sofort ein. Genauso wie ich. Gut, nächstes. Geht mal aus dem Weg. Geht mal aus dem Weg. Ich sehe da was, was ich noch nicht habe. Dankeschön. Boah. Waldorffisch. Komm her, du. Mein Gott, ist das Ding groß. Ich hoffe, das wäre kleiner. Dann machen wir mal den hier. Natürlich hat das weht. Jetzt muss ich mir das hier noch geben. Hey. Okay, ist gut. Kollege. Kollege. Boah. Ah. Los. Dankeschön. Ja, das auch noch. Okay, ich wollte eigentlich zu Sneebel wechseln, aber okay. Bin ich gut. Bitte gehe nicht dadurch drauf. Gott. Aha. Bitte nicht wieder 5 Mal. Hey. 3, 4. Okay. Ja.
Jetzt kommen wir rein. Boah. Kannst du dir irgendwie nicht leisten, mich anzugreifen, weil fast gar keine AP hast. Dankeschön. Klasse, Baldorfisch wurde gefangen. Fisch ist auf Englisch geschrieben. Okay. Das Ballon-Pokémon. Hey, was? Pummeluff? Sie ist ein größeren Feind gegenüber, schluckt es massenweise Wasser, um seinen Körper aufblähen und größer zu werden. Okay. Ein Sonnenfell oder zwei. Stoppen wir uns mal eins. Wahrscheinlich wieder exklusiv für Schwert, ne? Und Lunastein gibt es in Schild, ne? So läuft das normalerweise immer. So, oh Gott. Oh, ich habe gar keine halbwegs guten Attacken gegen dich. Du bist aber Psycho und Gestein, verdammt. Noch eine Schwäche gegen Sneebel. Ja, da bringt nichts. Ja, das könnte ein bisschen nervig werden. Ich dachte, die werden ein bisschen weniger gelevelt. Gott, was macht er nochmal? Okay, komm, hau nicht zu sehr rein. Okay, das geht. 2, 3, das könnte sogar perfekt sein. 4, 5. Perfekt. 6. Okay, irgendwie hat es geklappt. Finde ich gut. So, und jetzt kommen in den Pokéball. Oh, super Wurf. Blick. Ding, jawohl. Sehr gut. Finde ich gut, diese Funktion. Blip. Es rotiert um die eigene Achse und strahlt dabei sonnengleiches Licht aus, mit dem es die Gegner blendet. Schön. Und boom. Du bist das Viech, das mir der Pokédex empfiehlt. Klick, klack. Glaube ich. Könnte auch die Vorentwicklung sein, aber weiß ich nicht. So, boah, der ist auch, Level 46, Mann. Ja gut. Ich weiß nicht, ob der physische Angriff einsetzt, aber tut mir trotzdem ein bisschen schwächen. Okay, sehr gut. Gangwechsel. Komm, werf mal schon. Wie schwer kann denn das schon sein, ne? Na. No. Ich weiß nicht, ob der physische, ich glaube, der macht physische Angriffe, ne? Also komm. Ne? No. Boah, greif doch mal an, Kollege. Wir sind beide Stahl und du bist nicht effektiv gegen mich, aber trotzdem. Diesen Angriffswert müsstest du es doch bringen. Mittlerweile. Klick-Diskus. So. Aha. Oh, was? Das heißt eine Mehrfachattacke, ehrlich. Sagst du mir jetzt erst? Okay, selbst wenn er mich damit kaputt haut. Er dürfte natürlich nicht kaputt gehen. Ich müsste weniger aushalten, als der irgendwie. Oh. Naja. Geh in den Ball, Mann. Oh. Der tut immer weiter den Gang wechseln, er ist schon in Gear Third. Was kommt? Oh Junge.
Aber jetzt gefällt mal drin, ey. Danke. Oh Gott. Hat nur 7 Minuten gedauert, ey. Der Ding hat fast mein ganzes Team zerstört, aber wir haben es gefangen, endlich. Alter. Macht das ernst, greift das kleine äußere Rad in das Großrad, was die Drehgeschwindigkeit merklich erhöht. Die sind doch immer ineinander drin. Was war das denn? Das ist nicht mal das, was mir empfohlen wurde. Da wurde die Vorentwicklung empfohlen, ne? Jupp. Gott verdammt. Ich habe das Teil gesehen, was ich gesucht habe. Wo bist du? Boom. Der japanischen Synchro. Alles klar. Oh, ich wollte ich eigentlich nicht in Front haben, aber okay. Machen wir schon. Machen wir schon dabei. So. Wollte ich nur noch ein Ditto? Dann könnte ich dich züchten. Weil ich zu finden hat nicht lange gedauert. Natürlich kommt jetzt ein spezieller Wurf. Danke. Hätte ich wahnsinnig gut gebrauchen können in im Kampf gegen diesen Klick-Klack wie ich, aber okay. Evoli ist im Stand, seinen Körper perfekt an die jeweilige Umgebung anzupassen. Cool. So, komm mal her. Ich habe ich irgendwie übersehen. Wie konnte ich es wagen? So. Druckschlag. Die sagen mir nicht, du kannst Bodycheck oder irgend so was krasses. Das wäre nämlich nicht so optimal. Und da wird ja wohl nicht so lange dauern hier. Dankeschön. Willkommen, Nummer 181. Okay, es hilft gerne auf Baustellen aus. Bleiben diese bei Regen geschlossen, macht es seinen Ärger Luft, indem es seine Holzbalken schwingt. Gegen die Arbeiter. Oh Gott. Okay. Den haben wir noch nicht. Glaube ich, oder? Nur, okay. Dann komm mal her. Ich habe ich aber nicht gesucht eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Die Viecher schon Level 29 sind, da waren wir noch relativ am Anfang des Spiels, als wir hier waren. Okay. Na, du wirst ja wohl nicht so lange dauern, oder? Oder? Da. Ja. Ja. Toll, braves Dingen, das irgendwie nicht Wasser ist, glaube ich. Unlicht Psycho, es dreht sich und lässt dabei Punkte auf seinen Körper blinken. Durch bestimmte Lichtmuster kann es mit seinen Artgenossen kommunizieren. Cool. Na, besser. Dich habe ich gesucht. Oh, komm mal her. So, ja, gute Frage. Wie schwäche ich den Teil? Ja. Wird ein bisschen dauern, habe ich so gefühlt. Aber okay. Ist aber nicht halb so nervig sein wie das andere Vieh, weil ich gefangen habe. Ein paar Parts, also ein paar Parts. Autotomie. Ich habe jetzt Atombombe gelesen. Was? Aber irgendwie, weiß ich nicht. Klick setzt Atombombe ein. So, okay, kann ich nichts. Weil irgendwie Rückstoß erzeugt. Also kann ich dich locker auf einer P runterballern. Ja, so gut wie. Ja, okay, reicht, glaube ich. Will schon gehen. Pokéball flieg,
fliegt. Au. Oh. Du es mir jetzt echt an, oder? Ich kann ja noch einmal Trugschlag einsetzen. Aber wird ja wohl irgendwie klappen so. Danke. Erst vor so ne. Und dann okay. Du weißt, was mit deinen Artgenossen passiert ist. Lass es lieber. Seine zwei Teile stehen einander näher als Zwillinge. Eine andere Kombination würde nicht halb so gut ineinander greifen. So, man das auch. Fantastisch. So, Krebschor. Okay. Mal so, war mal. Oh, endlich. Hat ja noch ein paar Goldinis gedauert. So. Okay, du bist nicht so extrem. Nein. Ich hau dich noch mal. Oder vielleicht auch nicht. Boah. Vielleicht täusche ich jetzt ja nur an. Mein Trugschlag. Gut. Werde ich da sowieso nicht damit killen können. Komm schon. Stell ich mal einer vor, die machen sowas, wenn sie irgendwie, weiß ich nicht. Wenn ich gerade, einen Pokéball auf die werfe. Schutzschild. Was? So. Und boom. Klasse, Krebskorb wurde gefangen. Ist das nicht schön? Ich habe sogar ein Kabi im Tina, das ist irgendwie, weiß ich nicht, ironisch. Egal wie schmutzig der Fluss ist, in dem sie leben, sie passen sich daran an und vermehren sich. Sie sind hart im Nehmen. Okay. Na, was willst du jetzt von mir? Schon wieder, ja. Ja, alles klar. Jetzt sind ein paar krasse Viecher. Aber okay, wenn der Pokédex dazu will, dann machen wir halt so. Alles, was ich noch nicht habe. Boom. Bonifaz. Würde es jetzt schon wieder ein Sandsturm. Sandsturm. Ne, ist sonnig. Okay. Besser. Ich würde schon sagen. Das hätte das schon wieder nervig sein können. Ja, das funktioniert nicht so. Das wäre vielleicht. Okay, jetzt. Oh Gott. Halb lang, danke. Okay. Legios, mach mal. Ich fühle mich etwas unsicher mit Togedemaru draußen. Wenn du deinen Schlitzer so parat hast. So, komm her. Boah. Ja, du hast nur die Hälfte meiner Truppe hier eingefangen. Zwei. Ja, nur zwei eingefangen. Wie sollen das bitte schön Schaden machen? Also, er muss den Anführer erledigen, um zu erledigen. Na. Oh. Wieder einer dieser Kämpfe. Okay. Okay. Ja, man kann schon erkennen, wann einer kommt. Boom. Das war so ein bisschen verzögert. Ich habe schon gedrückt, dann hat er irgendwie eine Sekunde so gewartet und dann hat er geworfen. Hat sich irgendwie so angedeutet. Finde ich gut. Jedenfalls, vor die Phase gefangen. Es saugt über das Loch in seinen Schweif Luft über seine Flammen ein. Eine Verstopfung des Lochs schlägt vor und die Phase voll aus die Gesundheit. So. War es aber noch nicht hier. Gut. Und da schon unser nächstes Ziel. Duflor. Schön. Hat noch keine Zeit gefunden, mein Miraplatz, das ich letztes Mal gefangen habe, zu entwickeln. Also kommt mir gerade recht. Ja. Oh nee.
muss doch jetzt nicht sein, Mann. Frau, was auch immer. Ja, das. Da wird es schon wieder zu gierig, ne? Das geht leider nicht so. Hier schon für eine Sache entscheiden. Oh nee. Nun ja, wir müssen Bälle werfen. Geht nicht anders. So. Werde gefangen. So, ein AP, komm. Jawohl. So muss das doch. So geht das doch. So macht das Spaß. Und Sneebel hat sich ein Level up verdient und Togedemaru auch. Ist das nicht schön? Sein Stempel sondert einen unglaublich vollen Gestank ab. Dieser stechende Geruch kann selbst bis zu 2 Kilometer entfernte Gegner bewusstlos machen. Okay, warum laufen dann hier noch überall Viecher rum? So, komm her. Keine Ahnung, wo die Vorentwicklung von dem Viech rumeiert, aber ich habe schon mal die Entwicklung. So. Ja. Oh nee, ich bin ja noch paralysiert. Oh. Ja, das ist sehr ungünstig, Kollege. Lass mich treffen. Das ist natürlich wieder nicht so doll. Oh, oh nee. Okay, dann gehe ich eben. Oh. Nur ins Boden, ne? Soll ich den Gegner natürlich machen? Keine Ahnung. Werf mal einfach einen Ball. Schneid das sowieso raus und so. Oh, ich wollte doch keinen Unterschied, ne? Wenn es zu lange dauert. Ja, komm schon an. Ehrlich. Ja, da war wohl nichts. Und jetzt bleibt drin. Nein. Ja, mit allen trifft, ne? Metallklaue, Steinnagel, das sind so alles Attacken, die gar nicht so eine hohe Trefferquote haben. Also nicht so 100%ige Trefferquote. Jedenfalls. Na. Oh. Aua. Danke. Das soll nicht viel stärker. Voll dramatisch. Was soll man dann nehmen mit einem dieser Angriffe? Oh. Jetzt hat er wieder einen Sandsturm rein. Wieder lieber erstmal die Vorentwicklung von dem Viech fangen, aber nein, muss er erstmal der hier auftauchen. Na, oh, schon wieder. Ey, wie oft macht denn er eigentlich noch 3-mal? Oh, warte. Ich mach was, hätte ich eigentlich schon früher machen sollen eigentlich. Ja, Togedemaru, setz mal, weiß ich nicht. Ein Eisenstachel ein, der wird es auf jeden Fall bringen. Ja, bleibt jetzt drin, ne? Ja. Oh. Nein, greif mit Schlitzer an. Das wird dir Schaden machen. Ja, danke. So. Aua. Jetzt wird es noch einfacher, Kollege.
Jawohl. So, einmal ein bisschen mehr Schaden gemacht und schon klappt. Skogabo. Wenn man Zeit hat, sich langsam entwickelt, ne? Oh, tut er so ab. War eigentlich ein Witz, aber okay. Dankeschön. Skunk Tank. Cool. Alles klar. In seinem Magen speichert es eine stinkende Flüssigkeit, die es im Kampf aus seinen Schweif sprüht. Der Geruch hängt von seiner Nahrung ab. Die Nahrung des Gestanks. Flammenwurf. Cool. Und do. Viele Tunnel, die aussehen, als wären sie natürlich entstanden, gehen wohl eigentlich auf Starboard zurück, die sie durch die Erde begraben haben, ergraben haben. Okay. Ja, so wie es aussieht, können wir uns einen Blattstein sparen, wenn das so abgeht, wie ich mir das vorstelle. Weil hier ist ein Giflor. So, komm. 41. Okay, da wird vielleicht ein bisschen nervig, aber nehme ich in Kauf. Wäre schon irgendwie klappen. Ja, da bin ich gegen mich. So, Nadelrakete. Müsste neutral sein, ne? Ja. Komm schon, das war schon. So, selbst wenn er jetzt 5-mal reinhaut, dann wird den ja wohl nicht erledigen, oder? Okay. Nur sag's hier. Schieß einfach ein paar Nägel aus meinen Hintern mitten in ein Gesicht. Okay. Was konnte er jetzt? Säure, Lockduft. Er konnte noch keinen Saugerangriff, Gigasauger oder Megasauger. Das ist schon mal gut. Ach komm schon. Komm nur einfach direkt in den Ball. Es ist unausweichlich. Na. Na. Jawohl. Okay. Hat nicht so lange gedauert, wie ich mir vorgestellt habe. 3 Minuten fast. So, schön. Es besitzt die größten Blütenblätter der Welt. Bei jedem Schritt streut es große Mengen an Giftpollen zu Boden. Cool. Okay, wie es der Zufall so will, läuft ja auch noch ein Bluebell herum. Sehr gut. Boom. Haben wir die ganze Miraplar-Reihe schon mal abgeschlossen. Und wir sparen uns natürlich auch noch den Sonnenstein. Was auch nicht schlecht ist. So, Donnerwelle. Bitte. Danke. Ich habe aber Angst, dich mit Nadelrakete anzugreifen. Weil du bestimmt... Ja, das ist sehr effektiv und das macht wahrscheinlich Dutzend mehr Schaden. So, machen wir den hier. So, Lockduft. Wahrscheinlich genau die gleichen Attacken, ne? Minus Säure vielleicht. Oh Gott. Oder doch soll. Okay. Ja, okay, wenn man vorher Dings hatte, Miraplar und Säure gelernt hat, dann ist klar, Bluebella kann dann auch noch Säure wahrscheinlich. So, Wachstum. Dann messen wir jetzt, wenn du nicht Absorber oder so kennst. Dann wäre jetzt optimal. Besten, was weiß ich, irgendwie Energieball oder so. Alles klar. Lass das Werfen beginnen. Na, da machst du wieder. Nein, okay, gut. Also machst genau das gleiche wie alle anderen Pokémon. Erstmal 3-mal wackeln. Mich in Sicherheit wiegen und dann ausbrechen beim allerersten Wurf. Aber nö. Oh, Krabi entwickelt sich. Und zwar zum King. King.
irgendwie noch nie gemerkt, dass eine Schere von Kingler irgendwie größer ist. Ja, die Kraft einer großen und harten Schere entspricht 10.000 PS. Die Größe ist sie aber auch äußerst unendlich und sperrig. PS, was bedeutet das denn? Jetzt nicht PS wie ein Autofahren, oder? Seht in den Tropen, beim Tanzen reiben seine Blüten aneinander und zeugen ein wolliges Geräusch. Blüten sind aber nicht so groß wie die von Giflor. Das haben wir gerade herausgefunden. Gut, nächste. Oh, okay. Du, dich können wir auch fangen. Meinetwegen. Ja. Okay. Gut, werfen. Na. No. Oh. Komm schon. Vielleicht sollte ich auf Sneebel wechseln. Aua. Oder auch nicht. Jetzt kommt Eisenstachel zum Einsatz. Also gut, ja. Kannst ruhig noch einmal Flammenrad einsetzen, wenn du möchtest. Ne? Und dann sehen wir nicht weiter, weil Kampf ist vorbei. Haben dich gefangen, es ist vorbei für dich. Ja, du hast jetzt zu uns. Du willst aber nicht. Doch, ich habe noch einen Tank. Mein Team, nur ein verschwendete Erfahrungspunkte. In seinem Panzer verbrennt es Kohle und gewinnt daraus Energie. Bei Gefahr sondert es Ruß ab. Okay. So, boom. Hier ist das Ding noch viel einfacher zu fangen. Mein Gott, wird der Pokédex mir da irgendwie im Naturgebiet das Ding zu fangen, obwohl das hier voll easy rumläuft. Komischerweise läuft die Entwicklung da irgendwie mehr rum als das Viech. Mit mehr meine ich überhaupt. Das Viech habe ich noch gar nicht da gesehen. Ja, komm. Superwurf natürlich. Bonk. Alles klar. Ihr sagt mir bitte, ich soll mal was anderes fangen, außer in der Natur so. Ich habe Bock, da die ganze Zeit zu laufen. Ich will noch anderes Zeugs fangen. Es wird seine beiden Clown zusammen, dreht sich rapid um die eigenen Achse und stürzt sich auf seine Beute. So, fantastisch. Ich hoffe, ich klicke auch was, für euch die ganzen empfohlenen Dinger hier fange. Er geht schon wieder weiter da. Alles klar. Okay. Zweiter Versuch. Er versucht einst so ein Viech mit einem Prügler anzugreifen und ja, es geht mehr als down dadurch. Also ja, versuchen wir halt so mit Eissturm. Gott. Tja, da bringt nichts, Kollege. Nur mal Kratzprobe. Ich habe ja einen Seidenschal ausgerüstet bei Sneebel, mit Trugschlag stärker wird. Ja. Wir haben schon, Kollege. Ein paar mehr Angriffe als zwei wären schon drin, weißt du. Kollege. Oh nee. Und jetzt werfen wir Bälle. Da wird mir so nervig. Ist ein Bronzel. Also, komm schon. Ja, habe ich mir gedacht. Für Bronzel wurde ein Eintrag. Es erscheint in alten Ruinen. Sein musste es ein Rätsel, da es nicht aus einer Galar beheimateten Kultur stammt. So, go found aus das noch. Wenn wir auch irgendwie kriegen. Pokémon Meister. Ich werde es euch zeigen. Ein auch sehr gut. Ein Guffer erscheint. Ich glaube, du bist nur Wasser, ne?
ich gerade im Pokédex nachgecheckt. Ich sollte das eigentlich wissen. Ich glaube, es war nur Wasser. Okay, Konter. So, Nadelrakete, komm, das wird das Viecher wohl nicht weghauen, oder? Ja, komm. Da soll ich 5-mal machen. Wird, glaube ich, sehr helfen. Okay, reicht schon. Läuterung. Du kannst mich nicht läutern. Oi. Das ist ein Pokémon aus der 7. Generation, oder? Nicht aus der 8. Oder? Weiß ich gar nicht. Ich nehme immer automatisch an, die könnten aus der 8. Generation sein, wenn ich sie nicht so genau kenne. Wir fangen. Go for. Sehr gut. Es lebt im warmen Küstengewässer, trifft es auf einen Gegner, öffnet das Dämon und lässt zum Angriff seine Organe hervorstellen. Was? Okay. Rocky. Oh, Rocky. Joy. Oh, Joy. Okay. Gut, haben wir das Gebiet auch abgeklappert, wenn wir das Viech fangen. So, komm her. Ist ja wohl ein Funkensprung. Ist ja wohl ein Funkensprung, der abwehren können. Ist recht jetzt. Wie du beschnallt sich. Was? Ja, grinst du jetzt immer noch so? So. Währenddessen. Das Gesicht dieses Pokémon-Trainers. Okay, kannst du deine Verteidigung noch einmal erhöhen, dann könnte ich dich noch mal angreifen, um sicher zu gehen. Hey, gut, sehr gut, ausgezeichnet. Er ist gezeichnet und Level up für Togedemaru. Cool. Und sag mir bitte, ich soll mal raus aus der Naturzone. Seine Schale ist extrem und kann nicht einmal durch eine Bombe zerschmettert werden. Sie öffnet es sich nur, wenn er es angreift. Krass. So. Ja, Remoraid. Bah. Ich komme nie weg aus der Naturzone. Pilipa im Hintergrund. Wurde stillschweigend irgendwie gewartet. Dass ich mal an Land ziehe. So, Remoraid übrigens. Okay. Du bist doch nur Level 8. Das ist aber nett. Ich habe übrigens gerade noch eine TM gefunden auf dieser einen Insel in der Mitte von der Naturzone. Die hat Luftschnitt enthalten. Nicht schlecht. Selbst aus 100 Meter Entfernung treffen die Wassersalven, die es mit dem Maul abfeuert, ihr Ziel. Ja, Artillerie halt, ne? Vorentwicklung. So. Trassler. Ja. Ich bin immer noch hier. Oder ist es ja? Oh. Okay. Ich dachte, ich muss im Ausrufe Gebüschen ja um Eiern, aber okay. Ja, Trugschlag. Ich glaube, Trasslers können auf diesem Level nur Heuler, ne? Okay, Doppelteam vielleicht. Muss ich mal irgendwie an Abra denken, wenn ich an Trassler denke. Und ja, Abras können Teleport einsetzen. Aber mein Trasslers können nur Heuler einsetzen. Sehr gut. War irgendwie merkwürdig, gerade die Musik irgendwie weggegangen. Keine Ahnung. Es hat ein Feingespür für die Gefühle der Menschen und Pokémon. Wenn es Feindseligkeit wahrnimmt, versteckt es sich. Aber deswegen bist du weggerannt, oder was?
soll das denn bedeuten? Ich bin euch feindselig. Barakifa. Oh, du bist Engine Flussufer. Okay. Du bist nicht in der Naturzone. Oh, du bist das. Sieht gar nicht so anders aus wie halt eine Viech, die ich gerade gesehen habe. Da es hagelt und du KP verlieren wirst. Hier, Pokéball. Wird schon klappen. Sag ich doch. Ein wildes Pokémon. Einfach den Ball werfen. Fertig. Wenn ich jetzt Glück sagt, dann tun sich eins von diesen beiden Pokémon jetzt auch noch entwickeln. Ja. Nanu, Frubel entwickelt sich. Putzig. Frubeila. Sehr schön. Und es dreht sich tänzerisch und sich selbst und verströmt einen süßen Duft, der jeden glücklich macht, der ihn riecht. Oh, schön. Sein Kiefer ist spitz wie ein Speer und hart wie Stahl. Außerdem soll Barakifa überraschend deliziös sein. Hm. Warte mal, die ersten Pokémon. So. Lantern, kommen immer mehr in dieser Natur zu. So. Und mit dieser Entwicklung gerade haben wir, boah, ist mir kalt. Unsere Fangparty beendet, weil ich müsste jetzt nämlich 200 haben. Ja, 200 Pokémon. Ich würde sagen, da tun wir doch mal passenden Schnitt machen, ne? Und ja, also nicht. Ich habe schon einige Pokémon ja so eingeordnet, so, und ja, guck ich mal die Pokémon an. Guckt sie euch an. Und ja, irgendwann wird es dann wieder weitergehen, aber in der nächsten Folge wahrscheinlich nicht mehr. Ich muss eigentlich noch die Folge aufnehmen. Und ja, weiß ich nicht. Ich werde dann den vorigen Part irgendwie starten und sagen irgendwie so, oh, ich habe voll viele Pokémon gefangen. Irgendwie sowas. Und ja. Gut. Aber fürs Erste wäre es das erstmal für diesen Part, für den Punk-Part. Und wir sehen uns dann wieder, wenn wir ein bisschen weiter in der Story sind und weiß ich nicht, noch einfacher fangen können und so. Mal schauen, ich weiß noch nicht. Und ja. Aber ich finde 200 sind erstmal genug, ne? Gut, ich bedanke mich als Zuschauer. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder einen Kommentar. Das wäre sehr freundlich von euch. Und ich sehe euch dann in der nächsten Folge wieder. Ciao, ciao.